Hast du schon mal von Sunny gehört? Es heißt, er wäre früher ein ganz normales Kind gewesen. Er ging zur Schule, er machte Hausaufgaben, er spielte mit seinen Freunden, bekam Hausarrest, wenn er nicht auf seine Mutter hörte. Er war ein ganz normaler Junge, bis zu dem Tag, an dem etwas Schreckliches mit ihm passierte. Keiner weiß, was genau es war, und diejenigen, die behaupten, es zu wissen, sagen es nicht. Und das ist auch gut so. Es ist besser, nicht über Sunny zu sprechen. Über Sunny zu reden, kann ihn auf dich aufmerksam machen. Seinen Namen auszusprechen ist wie eine Einladung für ihn. Du musst dabei auch gar nicht laut sein. Sunny hört sehr gut. Sogar wenn du seinen Namen nur flüsterst, kann er dich ganz deutlich hören. Manche sagen, dass er sogar die Stimme in deinem eigenen Kopf hören kann, wenn du nur intensiv genug an ihn denkst. Wenn du es herausforderst oder einfach nur Pech hast, wird er die Einladung annehmen und zu dir nach Hause kommen. Womöglich wirst du einen seltsamen Geruch bemerken, aber wirklich wahrnehmen wirst du ihn erst in der Nacht. Sunny mag die Nacht. In der Nacht gibt es kaum Geräusche außer denen, die du selbst von dir gibst. Wenn du begreifst, dass Sunny da ist, beginnt ein Spiel, das nur einer von euch beiden gewinnen kann. Sunnys Besuch dauert genau 3 Nächte. In der ersten Nacht wirst du hören, wie jemand durch dein Haus geht. Es werden sehr seltsame Laute sein. Manchmal wird es sich anhören, als krieche jemand über den Boden. Dann wird es sich wie ein Hopsen oder Springen anhören und danach womöglich wie ein Schlurfen oder Reiben. Vor allem aber wirst du nach einiger Zeit begreifen, dass die Geräusche sowohl vom Boden als auch von der Decke ertönen. Sunny ist nämlich blind, musst du wissen. Für ihn gibt es kein Oben oder Unten. Auf seiner Suche nach dir, wird er sich wie eine Spinne durch den gesamten Raum bewegen und dabei die ganze Zeit nach einem Geräusch von dir lauschen. In der ersten Nacht bist du aber noch relativ sicher. Sunny wird durch die angrenzenden Räume streifen, dich aber nicht finden. Es sei denn, du rufst laut nach ihm, doch du wärst sehr, sehr dumm, würdest du das tun. Das Beste ist, du versuchst einfach zu schlafen. Womöglich findest du am nächsten Morgen seltsame Fuß- oder Handabdrücke. Versuch nicht, diesen Spuren zu folgen oder gar Sunny aufzuspüren. Er mag es nicht, geweckt zu werden. In der zweiten Nacht werden die seltsamen Geräusche schon sehr viel näher sein. Womöglich wird Sunny sich sogar bereits in deinem Zimmer befinden. Er wird wieder die Wände rauf und runter laufen und nach Geräuschen von dir lauschen. Versuch möglichst leise zu sein. Wenn du husten musst, unterdrücke es mit aller Kraft, wenn es dich juckt, ignoriere es, und wenn du aufs Klo musst, halt es zurück oder mach ins Bett. Beweg dich so wenig wie möglich und verzichte auch darauf, mit dem Bettzeug zu rascheln. Versuch zu schlafen und noch wichtiger, versuch nicht, Sunny dabei zu beobachten, wie er durch das Zimmer wandert. Er kann dich nicht sehen, aber mit ziemlicher Sicherheit wirst du schreien, wenn du ihn siehst. Nur sehr, sehr wenige, die die 3 Nächte mit Sunny überlebt haben, haben ihn auch gesehen. Sein Kopf soll fleckig aussehen, fast wie eine Flickendecke. Manche sagen, er trüge eine Kapuze aus verschiedenfarbigen Hautstücken, andere sagen, die Flickenkapuze selbst ist seine Haut. Da, wo normalerweise die Augen sitzen, hat Sunny nur 2 große, mit dicken, schwarzen Garn gestickte X. Ansonsten ist da nichts, keine Nase, kein Mund, gar nichts. Sunny hat kein Gesicht. Sunny hat nicht mal Ohren, was schon etwas seltsam ist, denn wie nur kann er einen dann so genau hören? Manche sagen, Sunny wäre sehr groß und dünn, andere behaupten, er wäre klein und zart wie ein Kind. Ich glaube, dass alle recht haben. Vielleicht hängt es von der Größe des Zimmers ab, das Sunny heimsucht. Du kennst doch den Spruch, große Zimmer beherbergen große Monster. Wenn du die zweite Nacht überstanden hast, überleg dir gut, wie du den Tag verbringen willst. Die Chancen stehen nämlich gut, dass es dein letzter sein wird.
Vielleicht sagst du deiner Familie noch einmal, wie lieb du sie hast, oder verbringst ein wenig Zeit mit deinen besten Freunden. Geh noch einmal mit deinem Hund Gassi oder kuschle mit deiner Katze. Wenn du eine Freundin oder einen Freund hast, sag ihm, wie viel er oder sie dir bedeutet. Wenn du bei jemand Schulden hast oder bei einem Streit im Unrecht warst, bereinige die Sache noch rasch. Es wird dir in der dritten Nacht zwar nicht gegen Suni helfen, doch es wird deine Seele leichter machen. Die dritte Nacht wird sehr schnell anbrechen. Schneller als alle bisherigen Nächte zuvor. Wenn es dir hilft, kannst du versuchen, dich vorher zu bewaffnen. Du kannst dich mit einem Messer oder einem Knüppel ins Bett legen, doch besser wäre es, wenn du einschläfst, bevor es dunkel wird. Wenn deine Eltern Schlafmittel im Arzneischrank haben, kannst du auch versuchen, vorher eine Tablette zu schlucken. Die Chancen, die dritte Nacht zu überleben, stehen gut, wenn du sie einfach verschläfst. Bist du hingegen noch wach, wenn es dunkel wird, musst du sehr, sehr vorsichtig sein. In der dritten Nacht wird Suni dir sehr nahe kommen. Er wird um und womöglich sogar über dein Bett kriechen und auf jedes noch so kleine Geräusch von dir lauschen. Deine einzige Chance zu überleben ist, einfach nur still dazuliegen und möglichst ruhig zu bleiben. Wenn du zu große Angst hast, wird Suni dich finden. Dein hämmernder Herzschlag wird ihn zu dir führen. Sollte Suni dich berühren, zucke auf gar keinen Fall zusammen. Versuch nicht, deinen Arm oder dein Bein rasch wegzuziehen. Rühre dich nicht von der Stelle. Auch wenn es sich furchtbar anfühlt. Auch wenn du dich fragst, woher die warme, klebrige Nässe kommt, in der du auf einmal liegst. Bleib einfach ruhig liegen und mach vor allem nicht die Augen auf. Die Gefahr, Suni zu sehen, ist jetzt am größten. Wenn er dir so nahe kommt, dass du ihn riechen kannst, bleib ganz ruhig. Wenn er dich entdeckt hat, kannst du ohnehin nichts mehr tun, doch womöglich hast du auch Glück und er setzt seine Wanderung nach einigen Sekunden fort. Die dritte Nacht ist die schlimmste. Die dritte Nacht dauert am längsten. Viele überstehen sie nicht. Irgendwann können sie einfach nicht mehr ruhig bleiben und dann beginnen sie zu schreien oder sie versuchen, vor Suni davonzurennen. Was mit denjenigen passiert, die Suni erwischt, weiß niemand. Sie verschwinden einfach und werden nie wieder gesehen. Womöglich werden sie von Suni gefressen. Vielleicht verschleppt er sie aber auch, womöglich in eine Welt, in der es immer Nacht ist und wo sie selbst zu Sunis werden. Wie gesagt, niemand weiß es und eigentlich will es auch niemand wissen. So, nun weißt du, wer Suni ist. Tatsächlich haben wir jetzt sogar sehr lange über Suni gesprochen. Ich frage mich, bei wem er heute Nacht auftauchen wird. Bei mir oder bei dir?